Hallo zusammen. Ich habe heute die wundervolle Aufgabe, das zu erfüllen, was die beiden mich gebeten haben, nämlich sie zu vermählen, wofür wir jetzt heute alle hier sind. So eine Ehe einzugehen, meistens haben die Leute da wenig Wissen darüber, welche Regeln man einhalten sollte oder wie man sowas aufbaut. Und deswegen würde ich gerne kurz einen Artikel vorlesen. Die Überschrift ist: Versuchen Sie, andere so zu behandeln, wie Sie von Ihnen behandelt werden möchten. Seien Sie nicht überrascht, wenn jemand anscheinend nicht gerne hört, er solle gut sein. Aber der Unmut gilt vielleicht gar nicht der Vorstellung, gut zu sein, sondern kann von einem Missverständnis dessen kommen, was gut sein bedeutet. Zu allen Zeiten und fast überall hat der Mensch bestimmte Werte hochgehalten und geehrt. Sie heißen Tugenden. Man schrieb sie Weisen, Heiligen und Göttern zu. Hier lag der Unterschied zwischen einem Barbaren und einem kultivierten Menschen. Der Unterschied zwischen Chaos und einer anständigen Gesellschaft. Es bedarf nicht unbedingt eines göttlichen Auftrags oder einer langwierigen Suche in den dicken Bändern der Philosophen, um zu entdecken, was gut ist. Die Antwort lässt sich in einem selbst finden. Fast jeder kann sie für sich selbst erarbeiten. Wenn man sich überlegt, wie man selbst von anderen behandelt werden wollte, kommt man auf die menschlichen Tugenden. Stellen Sie sich einfach vor, wie Sie von anderen behandelt werden wollten. In menschlichen Beziehungen ist ein interessantes Phänomen am Werk. Wenn einer den anderen anschreit, hat dieser den Drang zurückzuschreien. A ist gemein zu B, also ist B gemein zu A. A ist freundlich zu B, also ist B freundlich zu A. Gewiss haben Sie diesen Mechanismus immer wieder beobachten können. Georg hasst alle Frauen. Also neigen Frauen dazu, Georg zu hassen. Haben wir einen Georg hier? Okay, ist nicht persönlich, gell? Man kann sich also die menschlichen Tugenden selbst erarbeiten, indem man sich einfach darüber klar wird, wie man selbst behandelt werden möchte. Und damit wären, dem werden Sie wohl zustimmen, alle Verwirrungen darüber beseitigt, was gutes Verhalten wirklich ist. Gut sein kann eine sehr aktive und einflussreiche Kraft sein. Man kann das Verhalten seiner Mitmenschen beeinflussen. Wenn man noch nicht so ist, kann es dadurch vielleicht leichter werden, dass man einfach jeden Tag eine Tugend auswählt und sich an diesem Tag darauf konzentriert. So erwirbt man sie nach und nach alle. Wir haben uns heute hier versammelt, um Beli und Jan im Stand der Ehe zu vereinen. Sie stehen hier und jetzt vor mir und Ihnen, der Gemeinde, vor Verwandten und Freunden der Braut und des Bräutigams. Sie stehen hier mit der Absicht, sich selbst und ihre Leben zu vereinen, auf dass sie Zeit ihres Lebens miteinander in Glück und in vereinter Stärke leben werden. Jan, bist du bereit, diese Frau als deine Gattin anzuerkennen? Danke. Beli, bist du bereit, diesen Mann als deinen Ehegatten anzuerkennen? Danke. Sollte es irgendeinen Grund geben, weshalb diese beiden Menschen nicht im Bund der Ehe eingehen sollten, so werde er jetzt vorgebracht oder für immer ungehört bleiben. Schön. Jan, verstehst du und beteuerst du deinen Bund der Treue und des gemeinsamen Segens mit Beli? Danke. Jan, gelobst du feierlich, die Persönlichkeit, die Ziele, die Träume und die Rechte Belis zu lieben, zu schätzen und zu ehren und nimmst du sie hier in ehrlicher Absicht zur Ehegattin? Sehr gut. Hast du, Jan, einen Ring zur Besiegelung dieses Gelöbnisses? Dann, Jan, stecke ihr den Ring an den Finger und während du ihn hältst, sprich mir nach. Hiermit verspreche und gelobe ich dir, dass ich dich als meine Ehefrau ehren werde. Dass ich dich als meine Ehefrau ehren werde. Und mit diesem Ring nehme ich dich voller Stolz zur Frau. Nehme ich dich voller Stolz zur Frau. Und nun, Beli,
Sprich mir nach. Ich nehme diesen Ring und diesen Ehemann an. Ich nehme diesen Ring und diesen Ehemann an. Vor der Welt. Vor der Welt. Und ich verpflichte mich ihm hiermit. Und ich verpflichte mich ihm hiermit. Und entsage hiermit allen früheren Bindungen. Und entsage hiermit allen früheren Bindungen. Sehr gut. Beli, verstehst du und beteuerst du deinen Bund der Treue und des gemeinsamen Segens mit Jan? Ja. Gut. Beli, gelobst du feierlich die Persönlichkeit und Ziele, die Träume und die Rechte, Jans zu lieben, zu schätzen und zu ehren? Und nimmst du ihn hier in ehrlicher Absicht zum Ehemann? Ja. Sehr gut. Hast du, Beli, einen Ring, um diese Gelöbnisse zu besiegeln? Super. Mit dem Segen der Kirche erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Du darfst ihn gerne küssen. Liebe Beli, lieber Jan, Mai, was soll ich sagen? Ja, Beli, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als wir jung waren und das Leben genossen haben. Du warst eigentlich immer eine Art Vorbild für mich. Und ziemlich schnell hat sich auch, ein kleiner Bruder, Beschützerinstinkt entwickelt. Um es damals zurückzubringen in Dänemark, zwei Jungs, als ich 7 war, wohl angemerkt, haben zwei Jungs damals erzählt so, ja, meine Schwester ist voll sexy. Und ich in meinem jugendlichen, kleinem Leichtsinn sag so, meine Schwester ist nicht sexy. Ja, lieber Jan, wir waren schon immer, mein Vater und ich, wir waren schon immer sehr, sehr kritisch gegenüber Männern, die meine Schwester hergebracht haben. Naja, aber ziemlich schnell, so ungefähr nach 2 Wochen, hat sich herausgestellt, ja, der Typ ist ganz okay. Ja, er hat mehr oder weniger ja das Komplettpaket. Er ist FC Bayern-Fan. Er sieht einigermaßen gut aus und ja, er versteht auch hin und wieder Spaß. Tja, und jetzt, was soll ich sagen? Ich bin froh, dass du es geworden bist. Lieber Jan, liebe Beli, euch steht ein wundersames Abenteuer bevor. Es wird euch hier und da auf die Probe stellen. Denkt daran, dass das, was euch jetzt bindet, Liebe ist. Und diese Liebe muss zu jeder Zeit auf eure gemeinsame Zukunft gepflegt werden. Ich würde nicht sagen, dass die Liebe wie ein Gemüsegarten ist, wie eine Dame es einst sagte. Ja. Sondern wie ein Spiel, das man zu zweit bestreitet, im Bund und gemeinsam. Schönen guten Abend euch alle. Das ist ja echt fantastisch, euch alle hier zu haben. Wow.
bin begeistert. Oft trifft man sich ja nur einzeln und mal hier ein paar, mal da ein paar, aber alle in einem Saal, das ist ja wirklich wunderbar. Wir genießen das fantastisch. Vor ein paar Jahren war eine Veränderung in meiner Tochter zu beobachten. Sie begann irgendwie zu leuchten. Erst ganz zart und dann immer mehr. Offensichtlich war sie glücklich. Sie kam innerlich zur Ruhe und fand Geborgenheit bei einem Mann. Dieser Mann, der meiner Tochter geben konnte, was kein anderer konnte, sitzt heute an ihrer Seite als ihr Ehemann. Und ich bin absolut überzeugt, dass er alles dafür tun wird, meine Tochter weiterhin zum Leuchten zu bringen. Und er wird sie durchs Leben begleiten. Und mein größter Wunsch für meine Tochter, einen Lebenspartner zu finden, ist also in Erfüllung gegangen.